Leute, willkommen zu meinem neuesten Projekt, Yo-Kai Watch. Ja, ich bin schon lange irgendwie... Ja doch, ich freue mich auf das Spiel, obwohl ich auch ein bisschen... mit geteilter Stimme oder geteilter Meinung dahin gehe. Denn, und ja, ich labe jetzt noch ein bisschen, denn ihr wisst vielleicht, wie ein paar Yo-Kais aussehen. Und zwar tun sie das, meiner Meinung nach, viel zu humanoid und viel zu menschlich. Und... Vielleicht sollte man nicht den Vergleich zu Pokémon ziehen, aber der ist so naheliegend, den muss man einfach ziehen. Vielleicht wisst ihr auch, dass ich ein paar Pokémon ganz und gar nicht mag vom Aussehen her. Gut, wenn man selber scheiße aussieht, sollte man nicht über das Aussehen anderer lästern. Aber ihr wisst zum Beispiel Rosana, Pantimos oder Karadonis und Yuitestu. Ich mag die nicht vom Aussehen her. Und deswegen mag ich auch gewisse Yokais nicht. Selbst wenn die ultra stark sind, ich werde sie nicht mögen. Ist einfach so. Und deswegen... Ja, das Spiel ist blind. Nein, Spiel. Nicht wieder irgendwas machen, ohne dass ich es will. Ja, deswegen werde ich darauf achten, dass ich nicht nur ein möglichst starkes Team habe, sondern auch ein cooles. Ja, möglicherweise sind die stärksten Yokais, die es gibt, scheiße aus, aber sind die stärksten, will ich dann aber nicht haben. Ja, nur so als, dass ich es mal gesagt habe, aber nun ohne weites Gelaber, neues Schabiel. Ja, ich denke, Datei 2 ist in Ordnung. Wählen, ja. Aha, wähle... Das geht hier. Oh. Ah, verstehe, dann spielt man einfach die. Ah, ich verstehe. Aber wir sind ein Junge. Ist nun mal so. Namen geben. Ja, ist gut. Spannende Sache, nicht wahr? Groß- und Kleinschreibung. Habe ich hier die Möglichkeit? Ja, habe ich. Sehr gut. Wir nennen uns selbstverständlich... Shawnee. Es passt sogar rein, das ist perfekt. Und wir drücken auswählen. Geschlecht Junge, Name Shawnee. Ja, ist in Ordnung. Ja, das ist das Spiel, genau. Ich mag das Ladesymbol. Die Geschichte ist frei erfunden. Die darin vorkommenden Menschen, Orte und Organisationen sind rein fiktiv. Was du nicht sagst. Yo-Kai Watch nutzt die Systemuhr des Nintendo 3DS. Aha. Ja, ist in Ordnung. Und da geht's los. Die Stadt. Ein paar Autos, da war eine Katze. Und ein paar Kiddies. Und dafür musstest du laden spielen, ja, meinetwegen. Was denn? Käfer, toll. Wow, die sind echt stark. Hast du die alle selber gefangen? Ja, ziemlich cool, was? Ja, hinten bei unserem Ferienhaus gibt es einen Wald, weißt du? Dort gibt es eine Menge Käfer. Ich finde eigentlich immer seltene. Ich habe die meisten davon gefangen. Freddy war da ziemlich zimperlich. Der Typ heißt Bär. Okay. Sammelst du nicht auch Käfer für dein Sommerprojekt? Ja, ich kann mich nur nicht wirklich dazu motivieren. Ja, das könnte ich sein. Du hast bestimmt noch keinen einzigen Käfer gefunden, habe ich recht? Ich wette, du bemalst eine Spinne und behauptest, sie sei ein seltenes Insekt. Oh, seid ihr lustig. Komm schon, lass ihn in Ruhe, Bär. Shawnee geht es ruhig an. Ja, und außerdem, ich habe schon ein paar gefangen. Viele sogar. Na dann, beweise es. Ja, wo sind diese vielen Käfer, die du schon gefangen hast, Naja, ich hab sie nicht hier. Hätte ich sie hier, würde ich sie euch zeigen. Ja, klar. Na, dann bring deine Sammlung an getrockneten Fruchtfliegen nächstes Mal mit, ja? Ja, ihr seid witzig. Sag uns Bescheid, wenn du bereit bist, deine Sammlung vorzuzeigen, ja? Ihr werdet noch Augen machen, ich sag's euch. Okay, alles passiert noch von alleine. Da scheint unser Haus zu sein. Mama, ich bin zu Hause. Ich mag die Musik irgendwie. Okay, das ist unser Zimmer. Den werde ich zeigen. Ich werde super seltene Käfer fangen. Jetzt. Das Spiel beginnt also damit, dass wir Käfer fangen. Mit einem Insektenfangnetz. Okay,
Okay, warum nicht? Kann man machen. Was jetzt? Warte! Wo soll ich diese super seltenen Käfer eigentlich finden? Vielleicht versuche ich es mal im Park. Ja, da gibt's bestimmt welche. Ich sag nur kurz Mama Bescheid. Ah, mit B kann ich rennen, das ist super. Ja. Sprich mit deiner Mutter, ja. Sprich unten mit Mama. Yeah, ich kann ultra schnell rennen. Ist das meine Ausdauer da? Ja, das sich bewegen fühlt sich so extrem genau an. Das ist komisch. Wir haben hier zwei Betten. Ich habe so ein Riesenzimmer und meine Eltern haben hier nur so zwei Betten drin. Okay. Okay. Kann man machen. Da ist ein Klo. Will ja nichts dazu sagen. Wir sollen ja erstmal mit Mama sprechen. Na, wir sehen uns auch noch unser Haus an. Wir können aber mit nichts agieren. Deswegen, hallo Mama. Hey Mama, ich gehe in den Park, um ein paar Käfer zu sammeln. Ja, ist gut. Aber bleib nicht zu lange weg. Ja, hab verstanden. Oh, Johnny. Du hast dein Tagebuch-Eintrag für den Sommer fertig? Ja, sicher. Netter Versuch. Du wirst vergessen, was du gemacht hast, wenn du es nicht aufschreibst. Ich werde es machen, versprochen. Na gut, viel Spaß. Wähle Tagebuch im Menü, um zu speichern. Ach so. Werden wir doch gleich mal machen. Menü, hier. Inventar. Inventar, haben wir vielleicht was? Ein Fangnetz? Essen haben wir nix, Items auch nicht, Tiere auch nicht, Ausrüstung auch nicht. Und Hauptitems auch nicht. Quests. Willkommen, Yokai. Käfer sammeln, ja. Einstellungen. Musik, Text, Uhr, Ziel. Ja, kann man so lassen. Und Tagebuch, Eintrag. Werden wir jetzt gleich mal machen. Ja. Bitte aufschreiben. Einfach nur, damit wir das mal gesehen haben. Und wir sind da übrigens in Lenzhausen. Und wir heißen Adams zum Nachname. Okay? Oder Adam, ja. Gut, 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 gut. Gehen wir in den Park, in den Park. Was? Habt ihr das gesehen? Er ist über die Schuhe gerannt und hat sie dann angehabt. Willkommen in der Welt der Yokai. Okay. Na dann, auf zum Park. Zeit, den Käfern zu zeigen, wer der Boss ist. Ah, Ziel findest du auf... Oh, das mit der Karte finde ich schon mal sehr gut. Hallo, wer sind Sie denn? Oh, Kinder und Sommerferien, genießt die Zeit! Ja, weil die Sommerferien sind dann als... Wow, hallo Auto. Sind dann nicht mehr so toll, wenn man keine Schule mehr hat. Ich wette, Freddy hat seine Käfer auch nur hier gefangen. Hier muss es ein paar seltene Käfer geben. Ich werde die Augen offen halten. Wenn du dich einem Baum im Park näherst, erscheint die Lupe. Probier mal ein paar seltene Käfer zu finden. Okay, ich versuch's mal. Da ist was. Oh, ich sehe einen. Dieser Käfer gehört so gut wie mir. Wechsel in den Suchmodus, indem du Orte mit dem untersuchst. Halte die Linse über den Käfer deiner Wahl und fang ihn im richtigen Moment. Ja. Was? Muss ich das jetzt anhalten? Mit A oder wie? Ja, scheinbar. Oh! danke, Spiel, dass du mir geholfen hast. Eine grüne Zikade. Okay, hier gibt's nichts mehr. Okay, das ist irgendwie komisch. Testen wir diesen Baum hier. So, und... Ah, ja, genau, so funktioniert's. Wunderbar. Ich brauche den Stift nicht mal. Und? Das Spiel hilft mir ein bisschen, das ist nett. Nochmal eine grüne Zikade. Super. Hier gibt's nichts mehr. Klappen wir noch den dritten Baum ab. Den hier. Den hier. Und hier haben wir bestimmt, ja, nochmal dasselbe. Schade. Und zack. Ja, ich krieg das nie ohne Hilfe hin. Okay, der ist weg. Hier gibt's nichts mehr. Ja gut, jetzt habe ich alle Bäume. Ah, ich muss an jedem Baum etwas fangen, scheinbar. Okay, ich krieg nochmal die Chance, das ist nett. Ich weiß auch nicht genau, wann ich drücken muss, um... Ich bin so schlecht. Ich
bin echt so schlecht. Aber das Ding dreht, glaube ich, ziemlich genau eine Runde. Dieses Markierteil. Deswegen kann ich mir das zunutze machen und das müsste jetzt funktionieren. So, wieder was gelernt, passt perfekt und mein Käfer. Nochmal eine grüne Zikade, super. Hier gibt's nichts mehr, deswegen raus. Was jetzt? Okay, ich glaube, ich bin fertig. Ich habe ein paar Käfer gefunden, aber keine seltenen. Nee, wohl kaum. Was ist das? Wow, einer dieser Käfer hat geleuchtet. Wie cool. Ein Käfer, der leuchtet. Das würde mir ein bisschen Sorgen bereiten. Mal sehen. Wenn ich ein seltener Käfer wäre, wo würde ich herumkriechen? Ich weiß, wer es wissen könnte. Der Hausmeister erzählt immer von seiner ausgefallenen Käfersammlung. Ich werde ihn fragen. Oh, diese Käferfans hier. Oh mein Gott. Wo ist... Ah. Oh, ich mag die Karte jetzt schon. Kann ich... Oh, ich habe kaum Ausdauer. Das gibt's doch nicht. Ja, ich gehe einfach so über die Straße. Nehmt mich nicht als Vorbild, liebe Kinder. Aber ich hab's eilig. Ich komme hier nicht rein. Oder? Doch, hier. Was? Das Auto kann ich untersuchen. Hier gibt's nichts. Ah, okay. Ich dachte, hier wären vielleicht auch Käfer, aber... Hier in diesem Baum vielleicht? Tatsächlich, da ist was anderes. Und mal sehen, ob ich das kriege. Bleib stehen! Yes! Was habe ich denn hier? Scheckenbock. Okay, der Käfer sieht cool aus, muss ich sagen. Gefällt mir. Gefällt mir. Halt, im Blumenbeet vielleicht? Da ist auch was. Tatsache. Ich verplempe meine Zeit hier, indem ich Käfer fange. Oder indem ich es zumindest versuche. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück! Shit. Es interessiert mich jetzt, ob der Käfer gleich wieder da ist, wenn ich es verkacke. Genau wie bei diesem Tutorialbaum. Nee, da ist nichts. Shit, das wäre bestimmt ein ultra seltener Käfer gewesen. Dieser Baum hier? Will er nicht. Sind da unten alles für Leute? Na, alles Kinder. Schnell weg. Der Hausmeister bist du scheinbar. Oh, Johnny, hallo. Ich habe die Gespräche der Kinder gehört. Scheint, als bräuchtest du Hilfe. Ich wüsste ein paar gute Orte, wo man seltene Käfer sammeln kann. Du solltest zum Waldberg gehen. Dort findet man viel Interessantes. Und hier, nimm die. Mein kleiner Geheimtipp für Käfer sammeln. Dunkler Sirup. Wenn du nach Norden gehst, kommst du zum Weg, der zum Waldberg führt. Geh aber nicht zu weit hinein, sonst verläufst du dich. In Ordnung? Ja, ist gut. Okay, jetzt muss ich nach Norden. Habe ich jetzt die Käfer im Inventar? Ich würde die mir gerne ansehen. Ein weiß gescheckter Käfer, der sich von Baumrinde ernährt. Eine grüne Zikade, deren Lied nach Sommer klingt. Und was ist das? Käfer lieben das Zeug. Macht es leichter, sie zu fangen. Oh. Okay. Okay, okay, okay. Hier ist noch ein Baum. Oh, ein Schmetterling. Nutze Item. Ja. Ah, okay. Und zack. Dann kriege ich mehr solche Punkte. Ja, mein Schmetterling. Yes. Schwalbenschwanz. Oh, ich mag die Dinger. Wunderschön. Aber ich hoffe, die sammeln sie nur... Ne, der andere Idiot hat sie ja quasi... tot aufbewahrt. Ja, ich weiß, die bewahrt man tot auf. Ich meine, um sie zu sammeln, aber... Typ, du könntest sie auch wieder freilassen, okay? Nur so... Was? Nicht durch die dunkle Gasse, okay. Ja, Junge. Lass die Viecher dann bitte wieder frei, ja? Es sind in Anführungszeichen nur Insekten, aber es sind schöne Insekten, okay? Wow, so viele Bäume. Hier verstecken sich bestimmt tolle Käfer. Ich wette, die besten Käfer finde ich tiefer im Wald, hinter dem Schrein. Das werden wir gleich sehen. Ah, da ist was. Ich weiß, ich muss weiter, aber... Oh, da ist noch ein Schmetterling. Ein anderer Schmetterling als zuvor, glaube ich. Ne, ist auch ein Schwalbenschwanz. Ich versuche mal das hier. Das kleine hier. Ich sollte nicht meinen Sirup so verschwenden. Shit! Okay, das Spiel ist nett. Rosenkäfer. Okay, der ist auch schön. Versuchen wir doch den Schmetterling auch gleich nochmal. Oh, das wird nichts. Ich sag's euch jetzt schon voraus. Ja, okay, gut. Schwalbenschwanz, noch einer. Wunderschön. Damit gibt's hier nichts mehr. Aber ich sollte ja tiefer in den Wald gehen.
Die Musik ist beruhigend. Gefällt mir. Eine Katze. Sorry, Katze. Da ist noch eine Katze. Was machen die ganzen Katzen hier? Miau. Wer bist du denn? Magst du Katzen? Hm, Katzen, ja, Katzen, toll, Katzen, ja, ja. Naja, es geht. Teilweise geben sie einem ziemlich auf den Sack, diese Katzen. So, hier ist noch was. Ich lasse den hier. Ich habe schon zwei Stück. Ich darf nicht da durch, oder wie? Dieser Wald ist großartig. Er hat etwas Magisches an sich. Scheint, als könnte ich hier nicht weiter. Naja, so schwer wäre das nicht. Über das Holz drübersteigen und weg. Oder noch besser, außenrum. Naja, macht's nichts. Mal sehen, welche Käfer ich in dieser Gegend finde. Okay, weiter darf ich scheinbar nicht. Ich suche in den Bäumen weiter. Aber das erst beim nächsten Mal. Denn das war's für heute mit Yo-Kai Watch. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!